Ein Polizist, der einen Bankräuber verfolgt, der muss sich nicht ans Tempolimit halten. Auch wenn er dabei 12.000... Oh, I love you more than words can say. Hallo, hallo, hallo Leute, ich bin Shinshir the Anziger. Hello everybody, it's your boy again, Shinshir the one and only. And today guys, we are back with another German satire. People say Germans are not funny, Germans have zero sense of humor. But guys, we've investigated that and we find out the truth. So without saying too much guys, we are going to jump on this right away. Check out Donald Trump and Hillary Clinton on German television. Let's have fun with this one. First of all, I'm just going to like, I'm going to subscribe. Okay, let's just subscribe. Yeah, let's go. Erinnern Sie sich damals vor 70 Jahren beim Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg? Haben sich alle Staaten hingesetzt und gesagt, dass alle Völker der Welt das Recht, sich dem Recht unterwerfen, um künftig Kriege zu vermeiden? Ja. Chefankläger Robert H. Jackson hat gesagt, Zitat, wiederkehrende Kriege sind bei internationaler Gesetzlosigkeit unvermeidlich. Wir können Gewaltherrschaft nur beseitigen, wenn wir jedermann vor dem Gesetz verantwortlich machen. I wish they did that. Und? Was machen wir jetzt? Naja, was wir immer machen. Weiter. Herr Kollege, the show must go on. The show must go on. Sind Sie soweit? Nein, 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 nein! Das Völkerrecht ist nicht zu verhandeln, Herr Kollege. Ach, hören Sie doch auf. Ihr Mandant, die USA, spielt sich als Weltpolizist auf, aber hält sich doch selbst nie an die Regeln. Ein Polizist, der einen Bankräuber verfolgt, der muss sich nicht ans Tempolimit halten. Auch wenn er dabei 12.000... I just had to pause and laugh. A policeman chasing a robber must not abide by the laws. Oh my gosh. Ein Polizist, der einen Bankräuber verfolgt, der muss sich nicht ans Tempolimit halten. Ach, auch wenn er dabei 12.000 Leute überfährt? Sie, wo ist eigentlich der Richter? Inge. Ach so. Euer Herren, ich werde beweisen, dass sich die Einstellung Amerikas zum Völkerrecht auch künftig nicht ändern wird. Wie wollen Sie denn das beweisen? Ich rufe in den Zeugenstand die künftige Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Okay, this is gonna be fun. She actually has that look. She actually kind of looks like Hillary. Außerdem Einspruch, es steht noch überhaupt nicht fest, dass meine Mandantin Präsidentin wird. Ach, Sie meinen das ernst? Gut, dann holen wir auch noch... Okay, I raise an objection. It is not clear that my client is going to be president. Fest, dass meine Mandantin Präsidentin wird? Ach, Sie meinen das ernst? Gut, dann holen wir auch noch den anderen. Donald Trump. Einspruch! Dafür haben wir überhaupt nicht mehr genügend Darsteller. Das glauben auch nur Sie. You sexy motherfucker. Gerichtssaal und kein Zirkus. Mein Gott, jetzt sind die Horrorclowns auch in Deutschland. So, fürs Protokoll, Ihr Name ist? Hillary Clinton, geborene Rotterdam. Geborene Kriegstreiberin, würde vielleicht besser passen, nicht wahr? Ich sage nur Libyen, Irak, Syrien. Einspruch, wenn die Gegenseite darauf anspielt, dass meine Mandantin nicht davor zurückgescheut ist, den Frieden notfalls mit Waffengewalt durchzusetzen, dann liegt sie vollkommen richtig. Denn meine Mandantin ist eine Realpolitikerin. Ach ja? Dann wird die Frage erlaubt sein, in welcher Realität lebt sie? Was sollen Sie denn damit sagen? Frau Clinton, Sie haben mehrfach militärische Interventionen befürwortet. Darf ich Sie fragen, haben Sie selbst eigentlich Erfahrungen mit Kampfeinsätzen? Oh ja, ich war selbst an der Front in Bosnien. Ich erinnere mich genau, 1996. Ich war First Lady, bin aus dem Flugzeug gestiegen und musste unter Scharfschützenbeschuss um mein Leben laufen. Oh, wir wären alle so gerne Zeuge gewesen Ihrer Tapferkeit, Ma'am. Das war Experience. Kein Problem, ich habe die Fernsehberichte von dem Bosnien-Besuch mitgebracht.
After CBS News video showed what really happened when she landed and greeted officials, Senator Clinton maintained there were risks, but explained to the Philadelphia... Das waren die süßesten Scharfschützen, die ich hier gesehen habe. Einspruch, Moment, die Geschichte, die meine Mandantin hier erzählt hat, mag vielleicht nicht stimmen, aber was stimmt, ist doch, dass sie diese Geschichte erzählt hat. Beweisstück F. I remember landing under sniper fire. We basically were told to run to our cars. Now that is what happened. Nee, sag ich ja. Die ganze Zeit sag ich das schon. Die Bitch ist eine gottverdammte Lügnerin. Okay. Moment, Moment. Und das kommt von einem notorischen Lügner. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, meine Mandantin sagt die Wahrheit. Quod erat demonstrandum. Na super, ganz toll. Auf Französisch hört sich das freilich klasse an. So, because Trump, yeah, is a notorious liar, anything he says, yeah, is a lie, so the opposite must be truth. Ihre Mandantin hat 1999 ohne jeden Grund den Jugoslawienkrieg befohlen. Meine Mandantin war damals lediglich First Lady. Ich habe noch nie was mit einer First Lady gehabt. Deswegen muss ich ja Präsident von Amerika werden. Also was hatten Sie denn jetzt... Was hatten Sie denn jetzt mit dem Angriff zu tun? Ich war auf Dienstreise in Afrika und dann habe ich meinen Mann angerufen und habe gesagt, Monika, gib mir mal Bill. Bill, du musst jetzt Jugoslawien bombardieren. Ja, aber das hat sie natürlich nur gesagt, weil es zuvor im Kosovo massenhaft ethnische Säuberungen gegeben hat. Aber es gab später große Zweifel daran, dass es diese ethnischen Säuberungen überhaupt gegeben hat. Das ist doch unwichtig. Viel wichtiger ist doch, dass es sie vorher zweifelsfrei gegeben haben soll. Sonst hätten wir ja gar nicht angegriffen. Genau wie damals im Irak. Ja. Da gab es ja auch vor dem Angriff zweifelsfreie Massenvernichtungswaffen. Sonst hätte ich dem Krieg als Senatorin niemals zugestimmt. Ja, aber große Politiker sind ja bereit, ihre Fehler einzugestehen. Es war falsch, 2003 Irak anzugreifen. Was haben Sie denn aus diesem Fehler gelernt? Es war richtig, 2011 Libyen anzugreifen. Dazu möchte ich sagen, dass Barack Obama bereits öffentlich verkündet hat, dass der Libyen-Krieg sein größter Fehler war. Einspruch! Ja, an die Frau Clinton war damals Außenministerin im Kabinett und sie hat diesen Krieg entgegen dem Willen Barack Obamas forciert. Eine Mitarbeiterin in ihrem Ministerium hat in einer Mail geschrieben, Obama in dieser Frage umgedreht zu haben, sei ein großer Sieg. Ach ja, was ich mich vielmehr frage, ist, warum reden wir nicht mehr über seine Angriffe? Jetzt hör ich einmal, ich persönlich habe noch nie Libyen angegriffen. Samantha, Jessica, Mindy. Mit der Luftwaffe? Mit der Zunge. Hatten Sie denn überhaupt ein UN-Mandat? Nein, überhaupt nicht, aber große, große Lust. Okay, also... Natürlich hat es ein UN-Mandat gegeben, um Gaddafis Truppen daran zu hindern, dass sie weiterhin Zivilisten massakrieren. Aber es gab kein UN-Mandat, um Gaddafi zu stürzen. Das ist doch... Es war eine Art Kollateralnutzen. Ja, ich bitte Sie, es gab hinterher große Zweifel, ob es überhaupt massenhafte Menschenrechtsverletzungen durch Gaddafis Truppen gegeben hat. Das ist doch unwichtig. Viel wichtiger ist es, dass es vorher welche gegeben haben soll. Außerdem haben wir das Töten gestoppt. Ja, machen Sie Witze. 90% der libyschen Kriegstoten gab es... Während und nach dem NATO-Einsatz, Sie haben in Libyen das Chaos geschaffen. Ach, das ist doch unwichtig. Viel wichtiger ist doch, was macht Donald Trump? Ich habe einen Plan. Ja, Frau Clinton, haben Sie denn einen... Ähnlichen Plan für Syrien? Ja, meine Mandantin tritt öffentlich für die Errichtung einer No-Fly-Zone ein. Um die Zivilisten zu schützen. Ja. Das hört sich doch ganz vernünftig an. Ja. Das tut es gar nicht. Um eine No-Fly-Zone durchzusetzen, müssten Sie die syrische Luftabwehr mit Raketen beschießen. Diese befinden sich häufig in dicht besiedelten Gebieten. Das würde eine Menge Syrer tun. Mhm. Wer sagt denn sowas? Wer sagt denn sowas? Wer könnte sowas bloß sagen, nicht wahr? Wer? Ich kann Ihnen sagen, wer so etwas sagen könnte. Hillary Rodham Clinton in einer Rede vor Goldman Sachs. Beweisstück G. Ich muss mich ganz kurz mit meiner Mandantin beraten. Okay.
Einspruch. Jetzt bin ich aber gespannt. Meine Mandantin hat für diese Rede $225.000 bekommen. Sie war also offensichtlich gekauft. Jokes. No way. So, und außerdem war die Rede geheim. Das heißt, Sie sagen also die Wahrheit nur im Geheimen und gegen die Zahlung von $225.000. Ja. Also, wenn wir jetzt $225.000 hätten, was? Naja, aber euch einmal, das ist doch überhaupt nicht das Problem. Die haben wir doch. Entschuldigung, Einspruch, euren. Nein, das möchte ich jetzt sehen. Ja, ich auch. Oh ja, oh ja. Moment, Moment. Wir sind ja nicht im, wir sind hier in einem öffentlichen Gerichtssaal und das ist ja nicht geheim. Ja, Moment, das lässt sich ganz schnell ändern. So, Frau Clinton, jetzt flüstern Sie mir mal Ihre Geheimnisse. Was? Der wird der nächste Bundespräsident? Ah! Au! Du blöde Suppen, du blöde! Dafür habe ich doch $225.000 gezahlt! Euer Ehren, hohes Gericht, damit steht einwandfrei fest, Frau Hillary Rodham Clinton hat noch bevor sie Präsidentin wurde, 4 Länder angegriffen. Hohes Gericht, damit steht fest, Donald Trump hat noch bevor er Präsident wurde, 11 Frauen, 12 Frauen angegriffen. 12 Frauen. Donald Trump, Donald Trump, oh my God, this guy, pure comedy. Und liebe Jury, wenn ich die Wahl zwischen einem Kandidaten, der andere Länder angreift, und einem Kandidaten, der Frauen angreift, dann wüsste ich doch, für wen ich mich entscheide. So, meine Damen und Herren, nun ist es an Ihnen, ein Urteil zu fällen. Lassen Sie sich bitte nicht leiten durch Sympathie oder Antipathie der einen oder anderen Kriegspartei gegenüber. Urteilen Sie bitte nur danach, was Sie selbst für richtig erachten, und schreiben Sie uns oder twittern Sie uns unter dem Hashtag Selbstjustiz. Oh my God. Mr. Daniel Becker, well done for this translation. I hope you do more. I really, really do hope you do more. Okay, this is amazing. Definitely enjoy this one. Okay. They say, which president are you going to choose? The one that attacks countries or the one that attacks women? That you make your choice, guys. Okay. But it's really ridiculous what America have done, and there's no one holding them down to it. At the very intro, they said, every person must be held liable to the law. Like, you have to be held liable to the law. Every single man, because without international laws, okay, laws governing the whole countries, there are going to be outbreaks of wars and wars and wars. Right now, we're having a lot of wars. So that is very contradictory. But anyway, one of the lawyers just went on to say that. So basically, if a police is chasing a bank robber, he's allowed to break the traffic laws. And then the other lawyer was saying, oh, so what if 12,000 people die? So you justify that breaking of the law? So you're breaking the law to get an outlaw. How does that work? That is so crazy, man. Like, he made a lot of sense there. But anyway, these German satires are getting so interesting. More and more interesting, guys. So please send me more. We are going to check them out, guys. And soon, guys, we are going to see you in Germany again. All right, there's going to be a peace out from you guys. Love. Peace out. When I promise not to leave, okay. She won't phone and drop.